Ja, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Lego Jurassic World. Und ich freue mich ein bisschen drauf, ist zwar ein älteres Spiel, ich habe auch schon ein bisschen angetestet, weil ich gucken wollte, wie ich mit der Steuerung klarkomme. Und ich gucke gleich als erstes mal, ob er die Steuerung auch so behalten hat, wie ich sie haben wollte. Hat er behalten, also alles gut. Dann kommen wir zurück. Und dann können wir auch ein neues Spiel starten. Oh, was war am besten hier speichern? Ihr seht, 2% Fortschritt, eine Stunde gespielt, also nicht wirklich aufregend. Ich weiß nicht, den Sound werde ich vielleicht im OBS dann am Ende ändern oder im Renderbereich, weil es ein bisschen lauter ist, aber ich denke mal, das geht alles. Wir werden sehen. So, 28 Celsius haben wir. Grad Celsius, okay. 21.04., also ist Ostern, 11.10 Uhr, das passt alles wunderbar. So, dann speichern wir da ab. Speicher. So, und dann geht's los mit Jurassic World. Schocker auf volle Kraft! Und da sind wir direkt im ersten Level. So, dann geht's voran. Tut mir leid, aber bis der neue Generator ausgepackt und aufgebaut ist, kommt niemand ins Raptorengehege. Ja, wir bauen den gleich aus. Ich mache hier nur ein bisschen Geld jetzt erstmal kurz. Die haut schon rein, was? Ich bin so froh, dass wir Hammond dazu gebracht haben, uns gratis Wassereis zuzusichern. Ja, gratis Wassereis ist immer was Schönes, vor allem bei der Hitze zurzeit. Oh, der hat schon geschossen, wa? Eieiei. So, hier können wir nämlich gleich was zusammenbauen. Er schießt nämlich die ganze Zeit, die anderen hauen zu. Das finde ich bei den anderen besser. Er ist immer so ein bisschen aggressiv hier unterwegs. Hoppala, Entschuldigung. Oh Mann, das ist echt guter Kaffee. Die Gefahr, diese Schwüle fast wieder weg. Was steht ihr denn noch zu deinem Glück? Das ist ein Wunderstückchen. So, erstmal das ganze Geld hier einsammeln. Kann man gut gebrauchen später mal. Wir können auch mit einem Stapler fahren, obwohl ich das Autofahren ein bisschen komplizierter finde. Muss ich sagen. Weil der irgendwie immer nur vorwärts fährt. Zumindest bei mir. Weiß ich nicht, ob das an der Tastatur liegt. Ich habe keine Ahnung. So, erstmal hier schön aufgeräumt. So, jetzt können wir das hier zusammenbauen, mal schnell. Damit wir den Generator haben. Benutzt den Schockstab, um ihn anzuwerfen. Ich benutze den Schockstab, das werden wir gleich machen. Ich werde nur kurz mal in den Gabelstapler einsteigen, weil ich hoffe, dass wir ihn damit freischalten können. Und warte mal, ich muss mir das auf den Ohren aber mal ein bisschen leiser machen. Sonst schreie ich euch die ganze Zeit an. Ist ja auch nicht so gut. So. Wow. Ich bin ein guter Fahrer. Ja, und rückwärts geht irgendwie gar nicht. Das ist rückwärts gerade. Vorwärts, rückwärts, irgendwie... Ändert sich da nichts dran. Aber gut, wir machen jetzt den Elektroschocker hier mal rein. Damit wir auch weiterkommen. Wir müssen dazu natürlich die Person wechseln und zack, Rinder. Und schon läuft der Generator. So muss es doch sein, oder? Ach ja, was immer du tust, versuch niemals diese Teile mit der Zunge zu berühren. Nein, werde ich nicht machen. Habe ich jetzt nicht. Man muss ja nicht überall mit der Zunge rangehen, ne? Elektroschocker auf volle Kraft. So, dann können wir hier auch gleich mal ein bisschen Licht machen. Ist denn viel schöner, ne? Damit man auch was sieht. Hier machen wir natürlich wieder ein paar Sachen kaputt. Um ganz viel Geld mitzunehmen. Ich glaube, davon kann man sich später die Autos kaufen oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber ich möchte so viel Geld mitnehmen, wie ich kann.
Wahrscheinlich später überflüssig, aber am Anfang finde ich das ganz okay, wenn man das so macht. So, hier auch noch ein bisschen Geld. Da ist auch noch überall Geld. Die stehen hier alle rum und gucken uns zu, wie wir hier alles machen. So, hier konnte man gar nichts machen. Ne, dafür muss man ein anderer Mensch sein. Aber die Figur haben wir noch nicht freigeschaltet. Du solltest hier mal kurz kaputt machen. Man mag keine Mützen hier. Aber da hinten haben wir noch einen Generator. Hier haben wir doch noch eine Bühne irgendwo, ne? Ja. Gerade noch so gesehen. Du sollst die da reinstecken, Junge. Achso, steh wieder nicht auf dem Kreis, wa? Gut, mit der Tastatur ist auch schwer zu steuern, aber ich denke mal, das ist besser für mich, als wenn ich jetzt hier mit Controller spielen würde. Das glaube ich mal, ist angenehmer. Auch wenn ich gerne die Maus nutzen würde, die aber leider in dem Spiel überhaupt gar nicht funktioniert. Finde ich echt schade. Was ist hier? Achso, brauche ich den anderen wieder, wa? Gut. Na? Ah, wir suchen was. Ah, guck mal. Wir sind nämlich Archäologe. Ja. Da. Ah, guck mal da. Was war da schön, die Runde haben? Die Fliesen. Der hat hier irgendwie eingebuddelt. Vor Jahrtausenden. Ach, mein Geld. Alles mein Geld. So, und dann weiß ich durch Zufall, was ich aber wirklich lange gesucht habe. Ich könnte passieren, dass das öfter mal suchen, was man abschießen muss, weil wer kommt denn da drauf, das Ding abzuschießen, um die anderen Fliesen noch zu bekommen. Ganz ehrlich. Also da habe ich eine ganze Weile gesucht. Okay, Schiebetrupp an die Arbeit. Ran an das Ding, Mann. Hallo Schieb. Hallo Luke. Ach, anstrengend, alles anstrengend. Wahrscheinlich muss ich mitschieben. Ah, Geld, mein Geld. Alles mein Geld. So, dann schieben wir mal mit hier. Oh, Luke. So. Randa. Schiebetrupp zurücktreten. Die Käfigleiter klemmt. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Na gut, wir müssen hier alles machen. Wir sind Mädchen für alles. Ich weiß gar nicht, warum hier so viele Leute rumstehen. Bisher habe nur ich gearbeitet, viel oder? Viel Glück. Ich komme mit dieser Schalltafel so gar nicht klar. Ja, ich auch nicht. So, zack. Ganz klar. Joffrey, zieh das Tor hoch. So, da klemmt nichts mehr. Und jetzt muss man natürlich die andere Figur nehmen, weil ich habe gesehen, dass wir da oben schon wieder Strom reinsetzen müssen. Ups. Fall nicht darin. Da ist ein Dinosaurier drin. Nicht der Freund ist das. So, alle Dude, Bockwurst gegessen. Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Ja, und das heißt, wir müssen auch was finden. Ja, wo ist haben wir verloren? Ganz traurig? Was? Wirklich? Das ist ja unglaublich! Ha? Wieso? Nun, bisher wussten wir nicht mal, dass Dinosaurier irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Sag mir doch nochmal, was deine Qualifikationen für diese Ausgrabung waren. Ich habe eine... Ach, hier kann ich speichern, oder wie? Okay, speichern und fortfahren.
Können wir mal machen. So. Wir nehmen natürlich hier auch wieder so viel Geld mit wie möglich. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Gut. Ich bin mir ganz sicher. Genau hier befindet sich ein Raptor. Ich bin mir auch sicher. Hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Na dann mach mal. Zeig mal. Nur noch ein bisschen. Meine ich, könnte Ihnen helfen und sagen, guck mal hier. Das sieht doch viel besser aus, oder? Ach, Mann, oh, es war da drüben. Ja. Ich war so nah dran. Ja, manchmal ist man nah dran und man findet trotzdem nicht. So, dann puzzeln wir uns mal hier schnell den Raptor zusammen. Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Praktisch, ja. Achso, ich muss wieder umswitchen. Finde ich ganz gut, dass er das auch sagt, wer da laufen kann und wer nicht. So, bisschen balancieren. Danke, Handy. Nein, nicht runterfallen. So, bauen wir uns mal eine Leiter hier hin, wa? So, Geld einsammeln. Geld, 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 Geld. Alles Geld. Also wer looten will, der kann hier echt viel looten. Ist das Teil festgeschraubt? Weiß ich nicht. Ist es? Beweg dich! Oh, da kann ich auch was bauen? Ja. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. Oh, eine kleine Sandburg. Hier können wir davon bauen, okay? Danke, Handy. Ich glaube, ich muss das Handy gleich mal leiser machen, damit jetzt hier weiter so tuddelt. Das ist ja doof. So, wir machen hier erstmal alle kaputt. Na, kriegst du den raus, das Ding? Da können wir was bauen, wa? Ein Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Das ist bestimmt bei jeder archäologischen Sache wichtig, ein Presslufthammer. Hast du etwas Kleber dabei? Ja, warte mal, ich klebe mal. Ah, ich brauche den anderen wieder. Ah, immer dieses Wechsel. Aber finde ich auch ganz gut, so nach Qualifikation. Man muss gucken, wer wirklich was machen kann und wer nicht. Mein Geld. So, dann muss sie wieder springen hier, denke ich mal. Und darauf landen wäre auch gut. Ups. Na. Hops. Oh, schön. Langsam, langsam, langsam. So. Und die Kiste brauchen wir bestimmt da. Zwei Kisten haben wir. Super. So, hier ist ansonsten nichts weiter. Müssen wir wohl zurück. Na, hops. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Dann müssen wir wohl mal gucken gehen. Woanders was gefunden wurde. Nein, 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 nein. Abgestürzt. Das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Ja, das ist schlimm. Okay, jetzt mache ich das Handy aber leise. Ist ja nervig. Ah, grauenvoll sowas. Zack. Zack, weg. Okay. Komm mal weiter. So, von da kamen wir, ja? Wer war denn das? Was ist das überhaupt? Ein Leberknoten? So, man muss auch im Grunde auch viel zerhauen, weil es gibt ja hier auch versteckte Bausteine und so. Und wir können immer mal wieder was nebenbei bauen. Deswegen muss man das alles sowieso kaputt machen. Und ich denke mal, das machen wir auch. Siehst du, da ist schon wieder was. Was bauen wir da? Ein Auto? Eine Kehrmaschine, okay. Dann können wir dann wahrscheinlich fahren und den nächsten Raptor frei saugen oder sowas. Gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal hier. Ach, guck mal, hier müssten wir mit einem Fahrzeug rüber. Finde ich schön, dass der das anzeigt. Ja. Zack. Noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Alles mein Geld, alles mein Geld. Das ist auch noch was. So. Na komm. Du darfst fahren. Und du darfst nicht fahren. Du darfst nicht fahren. Hast du davon? Doch, er hätte auch fahren können. So, hier sind auch irgendwelche Sachen. Was haben wir da? Auch nur Geld. Ja gut, nur Geld ist auch.
So. Brauchen wir ja alle. Ist ja wichtig. Ja, machen Sie selbst ja auch immer. Uff! Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Da hinten haben wir auch noch was. Bringt auch nur Geld. Schade. Ah, ich komme wieder nicht rückwärts hier. So. Ja, ihr standet im Weg. Also, wer mir im Weg steht, der hat auch Pech ein bisschen. Also, das Autosteuern ist echt geil. In Wirklichkeit fahre ich besser. Ist hier sonst noch was zum Freikehren? Nö, sonst ist hier nichts, wa? Kann man da hinten vielleicht noch hinfahren? Ich will nur mal probieren. Ne, man kommt hier nicht mal raus. Okay. Zack. Und dafür brauchen wir ja wieder unseren Archäologen, ne? So. Dann guck mal, was es da schön gibt. Bestimmt ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier. Ups. Na. Ich komme mit den Tasten noch nicht so klar. Aber ich denke, im Laufe des Spiels kriegen wir das hier. 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Scharf, aua. Dr. Grant, Dr. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Freut mich. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Ups. Okay. Ja, wir haben jetzt was Scharfes. Er wollte eine Schere haben. Ich denke mal, da kommen wir hoch. Aber da oben ist doch auch noch was. Ich will da auch noch hoch. Dafür müssen wir aber hier wieder unsere Sattler nehmen, wa? Ja, hab's. Müssen wir bestimmt wieder balancieren hier. Ups. Randalieren, randalieren. Wieder eine Treppe. Okay, cool. Uppala, ich wackel. So, kriegen wir hier noch was Schönes gebaut. Bisher konnten wir überall was bauen, ne? Uah, ganze Klo weg, ganze Wasser spritzt da raus. Gut, aber wir haben da richtig Geld gemacht. Kaktus auch weg, stört mich nur. Hier können wir wieder was bauen, Sandburg, wa? Ja. Haben wir schon 2 von 4. Okay, das ist doch ganz okay. Kann man machen. So, Aggregat braucht keiner mehr hier. So, mehr können wir hier nicht bauen? Oder brauchen wir hier den anderen? Die buddeln ja auch, ne? Warte mal, hol ich mal den anderen. Achso, ja doch, der kommt ja hier an der Leiter hoch. So, nur mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Aber nein, wir sollen wohl da hochgehen. Okay, schöne Sandburg hier. Wurde schön gebaut von meiner Frau. War das deine Frau? Ich weiß das gar nicht mehr. Habt ihr den Film schon so lange nicht mehr gesehen? Ich geb's auf. Versuch du's mal. Na klar, mach ich. Ist doch kein Problem. Oh, guck, Vorsicht! Mal. Dieses Seil hält. Wie nennt man das noch? Ich habe mir extra eine Raptor-Klinge geholt hier. Ist ja kein Problem. So, komme ich jetzt hier auch hoch? Ja, ich komme auch hoch. Und das Schöne ist, was ich finde, dass die hier zuboxen und nicht wie der eine da die ganze Zeit schießt. Oh, nein, das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Ist da oben auch was? Nee, da komme ich nicht hin. Ich will rein. Komm ich nicht. Schade. Aber da sieht das aus, als ob man hinkommt. Da ist auf jeden Fall auch ein Dinosaurierzeichen, aber ich komme nicht hin. So. Kaktus. Der mag Kaktusse. Kann man in die Höhle? Okay, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Es braucht 2 Räder, nicht nur 1. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Na, Dave, Mensch. Mit einem Rad fahren und ohne Lenker. Da komme ich nicht rein. Er hat Angst im Dunkeln. Okay.
Und wir müssen ein Rad und ein Lenkrad finden. Na, mal sehen, wo wir das wieder herkriegen hier. Ups, mein Geld. Entschuldigung. Können wir da wieder mit so einer Kehrmaschine fahren? Nee, mit so einem Stampfer. Okay. Dann ist ja gut, dass wir den Stamper jetzt gleich bauen. Und er zeigt mir natürlich auch schon direkt, wo ich hin muss, wa? Vielleicht kann ich helfen. Helf mir mal. Okay. Wahrscheinlich kann ich mit den komischen Zahn hier mal Kleinholz machen. Und durch Zufall finde ich ein Lenkrad. Na super. Aber er nimmt es nicht. Doch. Da hat schon wieder jemand eine Sandburg gebaut. Die muss ich kaputt machen. Also wer hier Sandbogen baut ohne mich... Da hat bestimmt was falsch gemacht. Oh ja, sieht viel sicherer aus. Es war echt schwer, das Gleichgewicht zu halten. Ja, sieht viel besser aus. Was hast du denn hier? Was mit dir? Streckt ihr mir die Zunge noch raus hier? Oh, hier kann ich noch was bauen. Na, guck mal, meine Sandburg ist da viel schöner als die da hinten. Was? Haare überleben? Boah. Weil ich eine Sandburg gebaut habe, bin ich wahre Überlebender? Also wenn ihr mal irgendwie Probleme habt mit dem Überleben, baut Sandbogen. So, hier ist eine Spalter. Außer das Drähtchen. Dann schnappen wir uns das mal. Und montieren. Fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Man jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? Ja, wo bleibt da der Spaß? Aber seine Stimme irgendwie gefällt mir die nicht, muss ich mal sagen. Jo, wozu sind die Räder nochmal da? Ich vermute mal, ich muss auf die Dinger rauf, wa? Juhu! Ah, das könnte ich ja stundenlang machen, so viel Geld, wie hier rauskommt. So, da haben wir noch was. Ah ja, so scannt man. So wird gescannt, okay. Cool. Juhu. Ah, so arbeite ich am liebsten. Au, 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 au. Ey, das wollte ich kaputt machen. Juhu. So, man kommt natürlich wieder nicht hoch, wa? Ach, schade. Ah, könntest du die ganze Zeit durch die Gegend kommen? Na ja, gut, ist nervig, ich weiß. Aber bringt Geld. Geld, 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 Geld. So, dann wollen wir mal da hochgehen, was? Komm ich da hoch? Nein, ich komme nicht hoch. Hm, zack. Du aber bestimmt hier, wa? Boah! Da wird man ja fast erschlagen hier. Kann ich hier was bauen? Ich anscheinend nicht. Ein raptorianischer Hopskop. Okay. Ah, fast, 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 fast. Boah. Sollte öfter auf dem Rummel auf so einen Trampolin gehen. So, hier machen wir natürlich auch erstmal alle kaputt, wa? So, komme ich da irgendwie oben hin? Da ist doch noch voll was, da glänzt was. Ich will da hin. Hier könnten wir wahrscheinlich auch mit der Kehrmaschine kommen, oder? Sieht irgendwie aus wie diese Häufchen, die wir da schon mal hatten. Ja, steh nicht im Weg, wenn ich Kisten zerkloppe. Ey, du stehst im Weg. Nein, Entschuldigung. Ja. Wenn ich hier voll in Action bin, dann knallt es überall. So. Komm auf Krebs da rein, oder? Okay, geht rum. Nein, 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 nein. Komm doch hier wieder nicht hoch. Doch, geht. Wer hat hier eine Sandburg gebaut? Der Einzige, der hier Sandbogen baut. Oh, der muss aufs Klo. Pech gehabt. Wollte schon sagen, kann er das Gemüse hier nicht zerschneiden?
Was ist hier im Zelt? Kann nur sie machen, oder wie? Okay. Nur sie darf im Zelt. Nee, sie auch nicht. Okay. Ist ja doof. Kommt man nochmal hierher, weil wir haben ja jetzt gar keine anderen Figuren. Wir kommen da oben nicht hin. Wir kommen da in die Zelte nicht rein. Ist doch doof. Bam. Oh, unsere vierte Sandro. Okay, das läuft gut mit den Sandbogen. Außerdem würde ich hier gerne noch mit der Kehrmaschine fahren wollen. Da findet man bestimmt noch was. Was können wir hier machen? Ist auch die andere, ne? Ne, ist noch ein anderer Typ. Ah, komme ich wieder näher ran. Boah, ich muss so viel hier zurücklassen, oder wie? Ich will nicht so viel zurücklassen. Hier können wir nichts machen, schade. Na gut, gehen wir mal rein. Ups. Wer sind Sie eigentlich? Oh, Hark, warum hakt du? John Hammett. Ich besitze eine Insel, eine Art biologisches Reservat. Spektakulär, ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Naja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Prolog, Level abgeschlossen. Ich hoffe, wegen der Musik kriegt nicht gleich wieder ein Claim bei YouTube. Ach, sowas ist immer ärgerlich. So, wir haben ganz schön viel Geld gefunden. Wie viel Prozent haben wir geschafft? 100%, okay. Das ist doch schön. Minikit. Wir haben 6 davon jetzt übersehen. Englan. Ellie Settler. Joseph Bourne. Robert Muldoon? Den hatten wir doch gar nicht. Aber der könnte da eine Versteckte aufmachen, ne? Der Junge hat uns gezeigt, wo wir überall hinkennen. Und sie war ja die, die uns da rumgeführt hat, ne? So, wir haben einen Wagen freigeschaltet, einen Gabelstapler und eine Kehrmaschine. Ist das nicht schön? Ein paar Autos haben wir noch vor uns. Wahrer Überlebender, ein goldener Stein. Level abgeschlossen, noch ein goldener Stein. Geschichte fortsetzen. Na, aber gerne doch. Jurassic Park und Jurassic World, okay? Hier trennen sich die Wege, oder wie? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen im Jurassic Park. Bei der Straße da drüben finden Sie ein Fahrzeug, das Sie zum Besucherzentrum bringt. Gut. Ja, ich komme an den Steiner nicht ran. Oh. Können wir die Lampen zaubern? M drücken, okay. Kaputt machen, kaputt machen. Alles kaputt machen. Das Schönste an Lego-Spielen ist alles kaputt machen.
Aber die bringen nicht allzu viel Geld hier, oder? Guten Tag und willkommen in Jurassic World. Bitte steigen Sie in ein Fahrzeug, um zum Ferienkomplex zu gelangen. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Meint er mich jetzt? Ich soll zurück? Aber der hat sich doch eingeladen, hier auch nach Jurassic World zu gehen. Besuchercenter. So. Hier gibt es wenigstens was zum kaputt machen. Ist viel schöner hier. Jo. Steht auch irgendwie gerade nicht da, was ich machen soll, oder? Ja, randalieren. Ich bin gerade angekommen. Ich mag keine Absperrung. Und irgendwelche Rohre an der Wand mag ich auch nicht. Huh? Absperrung sind scheiße. So, wir könnten da reingehen, ne? Ach, guck mal, hier sind blaue Punkte, die zeigen mir wahrscheinlich, wo ich hin muss. Ah, was ist da hinten? Da kann ich was bauen. Ich kann da was bauen. Nein, war nur Geld. Okay, Entschuldigung. Gut, ich vermute mal, die blauen Punkte zeigen uns, wo wir hin müssen. Ja, gibt was hinter die Ohren. Ah, dann gehen wir halt hier hin. Ja, ja, ich habe meine Meinung geändert. Irgendwie wurde meine Meinung geändert. Oh ja, ich kann hier nicht alle Blumen kaputt machen, wa? Ich bin irre. Hui. So, fahr mal, Auto. Ich denke mal, das sollen wir auch machen. Okay, wie fahre ich jetzt? Okay, was ganz anderes. Cool. Ui. Ah. Achso. Ich muss auf die Taste weiter drücken. Wie fahre ich zurück? Chef, ich glaube, wir müssen laufen. Ah, okay, das ist jetzt der Rückwärtsgang. Ah, das ist aber auch alles verwirrend hier. Ja. Warum geht hier eigentlich nur Vollgas? Ach, jetzt reicht's mir aber. Wer Ersatzteile braucht, soll sie sich bitte aus dem Lager holen. Nicht aus den Schalltafeln. Ich sehe schon, okay. Wir kommen wieder nicht weiter, wa? So, hier mal ganz kurz. Solange es noch geht. Alles kaputt machen. Ich liebe kaputt machen. Und wir müssen bestimmt hier was bauen. Was ist hier los? Mach mal. Mach hinne. Na? Komm. Auf die Schulter. Ich war's nicht. Wo ist denn der mit der komischen Brechstange hin? Die gehen kaputt. Eieiei. Na, nur lass den in Ruhe, den jungen Mann. Du brauchst nicht noch eine reindrücken, Mann. Ja, buddel doch ruhig. Ich denke mal. Achso, ich muss selber buddeln. Okay. Wer verbuddelt deine Schalltafel? Fragezeichen. Achso, ich muss die selber zusammenbauen. Okay. Mach mal. Rutsch mal hier. Na. Oh. Ach, nicht schon wieder. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Scheiße. Okay, Glück gehabt. Eine Chance von 1 zu 4. Da, dann lasst uns mal weiter Auto fahren hier. Zack. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach losfahre? Eins wollen wir klarstellen, John. Ihre Investoren, die ich vertrete, sind zutiefst besorgt. Wenn die drei in 48 Stunden nicht überzeugt sind, bin ich's auch nicht. Dann mache ich ihren Laden dicht. Der saß doch gerade bei mir am Steuer. Wie kommt der plötzlich ins andere Auto? Oh, die Spinne.
Spezies, der Ferriformann, ist seit der Kreidezeit ausgestorben. Dieses Blatt dürfte es doch gar nicht... Ist ein Dinosaurier. Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Wie schnell sind die? Nun, wir haben den T-Rex mit 52 km/h gestoppt. Ein T-Rex? Mhm. Sagten Sie, Sie haben einen T-Rex? Aha. Wiederholen Sie das. Wir haben einen T-Rex. Dr. Grant, liebe Dr. Sattler, willkommen Jurassic Park. Wie ist Ihnen das nur gelungen? Warten Sie es ab. Ich warte es ab. Aber ich muss sagen, irgendwie die Stimmen sind schwierig, oder? So, wen haben wir jetzt? Irgendeinen Makler? Nee, den will ich. So, genau, ihn wollten wir haben. Ist das schön hier? Kann ich besser gucken? So. Vielleicht nicht den Dinosaurier direkt auf den Schwanz gucken, wa? So, guck mal, die grasen da hinten schön. Ist das hübsch. Ups. Na, so. Toll, dass der hinter mir steht. Super. Macht natürlich einen guten Blick auf die Dinosaurier. So, was haben wir da? Was ist das da? Okay. Zeigt mir auch nicht an, wer hier was machen könnte. Aber das scheint ein Hügel zu sein. Kommen wir hier überall nochmal hin? Weil ansonsten habe ich immer Angst, ich verpasse jetzt hier was. So, mal kurz die Steine wegnehmen. Gut. Vielleicht können wir hier auch Sandbogen bauen. Oder in dem Fall hier Steinbogen. Nö, nö. Sieht nicht so aus. Gebüsch wird auch abgeruckt. Pilze, wer mag Pilze? So. Okay, dafür muss ich eine Echse sein. Okay, also ich vermute mal, wir kommen nochmal hierher. Um die großen Dinosaurier zu fressen. So, wir müssen weiter da lang, ne? Wir sollten mal wieder in die Auto steigen, wa? Und dann fahren wir weiter. Hier ist wahrscheinlich nichts weiter, außer, dass wir uns die Dinosaurier angucken. Und Frau Settler mal auf dem Hintern. Was er hier wahrscheinlich die ganze Zeit macht. Deswegen rennt er die ganze Zeit hinter ihr. So. Oh, ich fahre ohne euch. Ach, geht ja. Gut. Jetzt hier aber. Nochmal alles mitnehmen. Was nicht so nagelfest ist hier, zack. Alles nichts. Diese Tore bewegen sich nicht, bis jemand die ganzen Rädchen und so einsetzt. Ah. Mir soll's recht sein. Schließlich gibt es auf dieser Seite nur Pflanzenfresser. Wer bezahlt euch eigentlich, Jungs? Wer bezahlt euch? Ach, das muss wieder die andere machen, wa? Wo ist denn Settler? Settler. Ach, du bist es ja. So. Ich kann ja ein bisschen besser springen. Mann, die lebt wieder. Gut. Ich wollte aber die Kästchen hier treffen, nicht sie. Also, das war aus Versehen. Kann man hier einen Stein? Okay, der bringt gar nichts. Gewalt gegen Pflanzen. Und Steine. Ganz wichtig. So, müssen wir hier hinten auch noch irgendwas machen, wa? War bestimmt nicht alles. Hier mal lang. Oh, da haben wir zwei große Punkte gefunden. Super. Ja, mach deine Arbeit und steh mir nicht im Weg rum. Ach, hier brauchen wir wieder ihn, wa? Er hat doch dieses komische Messer. Nein, so. Schneid durch. Ja. Kommt er nicht hoch, wa? Komm mal her, Settler. Aha.
hast du toll gemacht. So, hier steht wenigstens keiner rum, den wir gleich wieder umklatschen können. Na, oben bleiben. Alles müssen wir hier selber machen. Ja? Hier hätte ja gar nichts funktioniert, wenn wir nicht gekommen wären. Aber sowas von gar nicht. Ja. Alles meint. Können wir die auch kaputt machen? Nee. Das ein Motorrad oder sowas, ne? Nee. Okay. Gut. Aber da ist noch ein bisschen. Komm, den nehmen wir noch mit. Ah, hier sind so viele Taler. Ich würde am liebsten alle Taler mitnehmen. Ups. So, Frau am Steuer. Wing. So, wo müssen wir denn hin? Da hoch. Da steigt einer? Den habe ich gar nicht gesehen. Da stehen sogar zwei. Mann, gut, dass ich hier anhalten musste. Haben sie nochmal Glück gehabt. Alles Geld, alles meins. Ich werde so reich, wenn ich wieder nach Hause komme. Dong, dong. Was stöhnt denn hier? Ups. Okay, sie hat Spaß, oder? Wenn ich ihn jetzt mache, kann er sie runterschneiden? Nee, müssen wir wahrscheinlich oben hin oder so, ne? Wir lassen dich noch kurz hängen. Warte mal, was ist hier? Kann man da vielleicht... Da ist irgendwas. Und da ist eine Kletterwand. Vielleicht können wir die gleich mal retten. Weil das ist noch nicht das, was wir machen müssen. Wahrscheinlich nicht. Ups. Oh, da ist ein blauer Punkt. Ich will einen blauen Punkt haben. Kann ich hier hochklettern? Nee. Juhu. Was macht sie denn jetzt? Ja. Okay, wir werden erstmal da reingehen, wo wir rein müssen. Und lassen die da erstmal stehen. Obwohl ich die schon gerne runterholen würde. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht die Möglichkeiten. Ups. Ärgert mich. Ich will die da nicht hängen lassen. Na gut. Wir gehen erstmal rein. Da. Ach, hier ist auch noch Geld. Super. Gleich da unten gibt es eine Dino-Info. Eine Dino-Info. Na, dann mach mal. Der modernste Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von DNS-Strängen in Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Park Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. Was für eine Spezies ist das? Nach Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Heute gibt's Kuh. Also gut, füttern wir diese zu groß geratenen Eidechsen.